von Graf tut gut. Willkommen zurück zum Gleichgewichtstraining 2. Wir machen heute eine Steigerungsform vom ersten Video. Bevor wir anfangen, bitte wieder irgendwo stehen, wo ihr euch sicher fühlt. Zwei Stühle nehmen, am Tisch, der Küche, beim Waschbecken. Dann fangen wir an mit der letzten Ausgangsposition vom ersten Video. Das war die Schrittstellung. Also jetzt machen wir es dynamisch. Das heisst, wir gehen vorne und hinten wie einen Schritt machen. Das Standbein, das bleibt am Boden, das bewegt sich nicht. Wir machen auch hier wieder jede Übung etwa 30 Sekunden. Dann wechseln wir Seiten. Auch hier macht den Schritt so gross, wie es für euch stimmt im Moment, wie ihr euch sicher fühlt. Gut, dann drehen wir auf eine Seite. Das heisst, wir machen dort einen Seitwärtsschritt. Der geht raus, Mitte und gerade wechseln auf diese Seite. Und noch eine raus. Und dann stehen wir wieder zwischen den zwei Stühlen. Jetzt gehen wir ein kleines Koordinativen rein. Wir machen den Sternschritt. Führen, Mitte, hinten, zurück. Und gerade die Seite wechseln. Auch hier nehmt das Tempo, das für euch passt. Ihr müsst nicht so schnell wie ich machen. Und noch einmal. Dann machen wir nochmal eine Steigerungsform für unser Koordinationssystem. Ihr könnt am besten zulassen, gar nicht gross auf meine Füße. Schauen und einfach versuchen mitzumachen. Rechts, vorne, Mitte, links, hinten, Mitte, links, vorne, Mitte, rechts, hinten, Mitte, rechts, vorne, Mitte, links, hinten, Mitte, links, vorne, Mitte, rechts, hinten, Mitte. Links, hinten, Mitte, rechts, vorne, Mitte, rechts, hinten, Mitte, links, vorne, Mitte. Gut, für die nächste Übung könnt ihr irgendwo hinstehen, wo ihr euch auch haben könnt und vielleicht etwas länger Platz habt. Am besten an der Wand oder wenn ihr daheim einen langen Tisch habt, könnt ihr es auch gut machen. Wir laufen jetzt seitwärts. Die Hände sind an der Wand. Und wir machen eins nach dem anderen Seitschritt. Schaut, dass ihr die Füße gut schön lüpft, aus hintere Bein schön nachnehmen. Oh, wir gehen noch zurück.
Die letzte Übung ist vor allem für das Funktionelle, für den Alltagsgebrauch. Dann am besten zwei Stühle bei 5 Meter auseinanderstellen, vis-à-vis. Und dann fangen wir an. Wir stehen aufstehen, möglichst ohne Hände. Wenn es nicht geht, dann stützen wir halt irgendwo. Stützen. Langsam aufstehen, zum nächsten Stuhl laufen, drehen und wieder ohne Hände absitzen. Schön kontrolliert. Wieder aufstehen, drehen und jetzt auf die andere Seite drehen und absitzen. Und aufstehen. Und für die, die noch eine andere Möglichkeit wollen, können auch um den Stuhl herumlaufen. So, absitzen. Nochmal aufstehen. Zu diesem Stuhl und auf diese Seite herumlaufen. Und wieder kontrolliert absitzen. Ihr könnt natürlich auch eine Übung rausnehmen als Sequenz, wenn ihr eine nicht so gut könnt. Könnt ihr die auch mal vermehrt am Tag üben und nachher später wieder das ganze Video durchmachen. Auch hier ist wichtig, könnt ihr verschiedene Unterlagen brauchen, also verschiedene Schuhe anlegen oder ohne Schuhe. Und wie gesagt, Sicherheit geht vor, schaut, dass ihr fit sind und das gut ausführen könnt. Viel Spass beim Üben und bis bald.